Eben hatten die Menschen noch getrauert. Dann bricht nach einem lauten Knall Panik aus. Die Menge rennt los, ohne Rücksicht. Nur weg von dem, was sie an die Schüsse von Freitagnacht erinnert. Auch unser Reporterteam wird von den panisch fliehenden Massen zur Seite gestoßen. Polizisten mit gezückten Waffen erscheinen auf dem Platz, suchen nach der Ursache der Panik. Ich kann Ihnen nicht sagen, was hier genau passiert ist, aber es besteht eine Gefahr und wir mussten deshalb wirklich alle Sicherheitsvorkehrungen treffen. Nach einigen Minuten beruhigt sich die Lage wieder. Klar ist, es handelt sich um keinen weiteren Terroranschlag. Angeblich soll ein Böller gezündet worden sein. Doch die Panik zeigt auch, wie unsicher sich die Pariser nach den blutigen Anschlägen fühlen.